Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 194. Episode der Kirchensprache am 8. September 2024. Mein Name ist Pastor Martin Weber. 137 Firmlinge wurden in den letzten Monaten von vielen ehrenamtlichen Katechetinnen und Katecheten und Kaplan Lukas Hermes auf diesen Tag vorbereitet. Vielen Dank an das Team. Wir wünschen allen Firmlingen einen schönen Tag und Gottes Segen. Der Obertitel des Pfarrmagazins Nummer 5 heißt Liebe mit den Untertiteln Verantwortung, Zusammenhalt, Würde. Redaktionsschluss ist am 25. September. Kurz vor seiner kirchlichen Trauung am letzten Samstag in Brochterbeck habe ich Christian Wiechert in der Sakristei interviewt. Das kommt zum Schluss. Zunächst aber die Infos zur laufenden Woche. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem oberen Markt. Um 18.15 Uhr ist im Blickpunkt ein interkulturelles Friedensmahl, Teilen mit Fingerfood. Dazu gleich mehr von Josef Benfeld. Dienstag um 19.30 Uhr treffen sich die Teilnehmerinnen der ökumenischen Reise auf die Kykladen im Blickpunkt. Mittwoch um 13.30 Uhr fährt die KfD St. Mauritius nach Naturagat. Treffpunkt ist am Pfarrheim. Mittwoch um 15 Uhr ist im Pfarrheim St. Maria Magdalena Vortrag des Apothekers Herr Beermann zum Thema Schlafstörungen, Schlafapnoe bei der KfD. Das nächste Treffen der ökumenischen Gruppe 60 Plus in Dörente ist am Mittwoch um 15 Uhr im Pfarrheim St. Modestus. Wir wollen dieses Mal mit Bingo beginnen. Im Anschluss gibt es Salate und Grillwürstchen. Mittwoch um 15 Uhr ist Seniorentreff im Pfarrheim St. Marien mit Klönen und Kaffeetrinken. Mittwoch um 19.30 Uhr sind alle, die Familiengottesdienste vorbereiten, ins Pfarrheim St. Mauritius eingeladen. Mittwoch um 20 Uhr ist der erste Elternabend zur Erstkommunion im Pfarrheim St. Modestus. Donnerstag um 19 Uhr ist der zweite Informationsabend mit Diskussionen zum Ausräumen der Kirchenbänke aus der Ludwigkirche. Am nächsten Sonntag ist die Stadtwallfahrt nach Telgte. 7 Uhr Abfahrt mit Reisesegen der Radpilger ab Herz-Jesu-Kirche Püsselbüren. 8 Uhr Kreuzung Tennenberg, Brochterbeck, Fechterstraße, Niederdorfer Straße ist der Treff der Wallfahrergruppe Langenbeck. 9 Uhr etwa Jugendheim St. Christophorus Ladbergen. Frühstückspause, Frühstücksmenü in Eigenverantwortung und Kaffee. Circa 12 Uhr Telgte Ankunft, circa 13.30 Uhr als Angebot der Kreuzweg in Telgte und um 14.45 Uhr die Pilgermesse in St. Clemens. Am nächsten Sonntag ist um 10 Uhr wieder Firmung mit Weihbischof Hegge in St. Mauritius. Die Messe um 11 Uhr entfällt dadurch. Die Gruppe TAF 55 Plus trifft sich am nächsten Sonntag um 14 Uhr an der Ludwigkirche. Von dort geht es zu Fuß zum Hotel Nüsse. Dort kann man Kaffee und Kuchen trinken, essen und die Möglichkeit ist da Minigolf zu spielen. Am nächsten Sonntag um 18 Uhr ist der Gottesdienst Heiligkreuzimpuls im Pfarrzentrum St. Ludwig. Seit dem 1. September 2014 treffen sich Muslime, Christen aller Konfessionen, Bürger, die ein Zeichen setzen wollen gegen Gewalt, Terror und Krieg, jeden Montag am oberen Markt in Ibbenbüren. Sie schweigen für den Frieden. 20 Minuten als Zeichen der Solidarität mit den Opfern von Krieg und Terror. Es ist ein gewaltloses Zeichen der Ermutigung und Hoffnung für eine Friedenskultur. Das Schweigen für den Frieden ist ein Bekenntnis. Wer sich dort im Kreis versammelt, bekennt seine Ohnmacht angesichts der von Menschen verursachten Zerstörungen und Vernichtungen und drückt mit diesem Eingeständnis seiner Ohnmacht seinen Protest gegen die Realität der Gewalt und der Angst aus. Und genau dieses Bekenntnis ist der erste
Schritt zum Handeln. Das Schweigen findet in aller Öffentlichkeit statt. 10 Jahre Schweigen für den Frieden in Ibbenbüren. Am kommenden Montag, dem 9. September, wird wieder eingeladen zum Schweigen auf dem oberen Markt. Wir wollen miteinander schweigen, singen und wir hören 3 Ansprachen. Anschließend wird eingeladen zum interkulturellen Friedensmahl in den Blickpunkt. Alle sind herzlich eingeladen, Fingerfood mitzubringen, um in der Begegnung miteinander zu teilen. Am Montag danach, am 16. September, ist nach dem Schweigen und dem Friedensgebet in der Kirche um 18.30 Uhr ein Vortrag und Gesprächsabend mit Dr. Jochen Reideld aus Hamburg. Er war früher stellvertretender Generalvikar und Kreissekretär in Steinfurt. Sein Thema: Religion, Brandbeschleuniger für Konflikte oder Wurzel eines langfristigen Friedens. Christian, du bist ja Podcast erfahren. Du kannst mir ganz kurz ein kleines Interview geben. Ach so, ich bin ja in der Sakristei. Christian Wiechert ist gerade da, der heiratet gleich. Christian, ihr seid ja schon im Juli standesamtlich verheiratet. Warum jetzt nochmal in der Kirche? Ja, weil unsere Familien und auch wir beide fanden das einfach, das wäre ein krönender Abschluss, sage ich mal, um dieses Ganze ja in einen schönen Kreis zu fassen. Ja, für uns ist das einfach Tradition. Wir haben das gerne so und meiner Frau war es auch ein großes Anliegen. Und da waren wir uns schnell einig, so können wir es machen. Ihr habt viele Leute eingeladen. Ich habe eben gehört, 5 Banner alleine kommen. 4. Ja, das soll so ein bisschen repräsentieren, dass ich in mehreren Vereinen mein Leben lang schon bin. Und dann hat sich das so ergeben. Und die haben mir grünes Licht gegeben, dass sie wohl kommen. Und dann wollte ich das einfach auch gerne nutzen. Und ich denke, es wird ein schönes Bild geben. Was für ein Thema, was für Themen werden so in dem Gottesdienst drin vorkommen von eurer Seite her? Diverse Fürbitten, eine Lesung wird, glaube ich, drin sein und solche Sachen. Und anschließend, Christian? Ja, geht's zur historischen Gaststätte Franz und da lassen wir nochmal alles Revue passieren. Die letzten 5 Jahre, den heutigen Tag und stoßen an auf vergnügliche Stunden und viele Jahre. Heute ist ja tatsächlich auf den Tag genau auch ein besonderer Tag. Ja, genau heute vor 5 Jahren haben wir uns kennengelernt. Somit war das Datum für uns genau das Passende. Da es auch noch auf den Samstag fällt, musste es quasi so kommen. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.